Ein Waschtag wie anno dazumal in Gries am Ufer der Gusen. Was hier wie eine fröhliche Zusammenkunft von Hausfrauen zum Wäschewaschen aussieht, war einst eine anstrengende und zeitraubende Arbeit. Ist man doch schon um 4, 5 Uhr früh aufgestanden, um den Ofen anzuheizen und die Wäsche dann in einem großen Hefen auszukochen. In Schaffeln und Körben wurde die heiße, nasse Wäsche nicht selten mit dem Radlbock zum Schwimmplatz gebracht. Vor dem Schwimmen musste aber erst dem hartnäckigen Schmutz und verschiedensten Flecken mit Bürste und Waschrumpel an den sprichwörtlichen Kragen gegangen werden. Gut, dass es heute Waschpulver und Seife gibt. Die Lauge der Holzasche war sehr scharf und Handschuhe hat man damals natürlich nicht getragen. Ja, auch die Wäsche musste damals was aushalten. Sie wurde geschrubbt, gebürstet und wieder geschrubbt, bis sie eben sauber war. Auch wenn die Stoffe von damals robuster waren, so musste man trotzdem Acht geben, denn strapaziert wurden sie früher mehr als heutzutage. Wir sind in die Wand und dann schon Boden. Zuerst haben wir gewaschen drin, dann sind wir Boden. Mit der schweren Wäsche ging es nun hinunter an das oft rutschige Ufer zum Schwimmen. Das konnte an heißen Sommertagen fast angenehm sein. In der kalten Zeit, naja, das will ich mir jetzt gar nicht vorstellen müssen. Wie man sieht, der Waschplatz war begehrt. Zum Glück gab es in Gallnerkirchen entlang der Gusen mehrere Schwimmplätze. So auch in der Nähe am Enzenhofer Steg oder weiter gusenabwärts im Markt. Alte Stegen, die direkt in die Gusen reichen, erinnern noch daran. Und nun hieß es aufpassen, damit ja nichts den Bach runterging. Nach dem Schwemmen und dem kräftezehrenden Ausbringen konnte die Wäsche endlich zum Trocknen aufgehängt werden. Und da hoffte man natürlich auf beständiges und sonniges Wetter. Wiesenbleiche tut der Wäsche gut, hieß es einst. Die Photosynthese der Wiese wurde genutzt, um Leintücher, Tischwäsche und weiße Kleidungsstücke zu bleichen. Danach wurde noch einmal kurz geschwemmt. Am Ende des Tages durfte natürlich die Nachbesprechung nicht fehlen. Wir sind die lustigen Wäschermarl vom Golli.